Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Jurassic World Evolution. Bewerte den Part und viel Spaß. Sag mal, hast du den gerade angefahren? Geht's dir noch gut? Ey, das ist nicht dein Ernst. Unverantwortliches Pack. Ich hab mir schon kurz Sorgen gemacht. Vor allem der Bug ist geil. Ich nenne dir hier zum Beispiel glp.tv. Zack, gehe ein zurück und ein vor. Und er heißt wieder Ranger Team 2. Was macht denn die Forschung? Mal schauen, vielleicht kann ja irgendwas Neues machen, ne? Genetische Forschung. Starke Heilung 1.0. Machen wir das. Wie steht's denn mit den Dinosauriern? 74%. Okay, das heißt, ich brauche noch ein paar mehr. Da Strutio. Ja, in Kanada. Dann viel Spaß da drüben, ne? Ah, genau, ich wollte ja noch einen davon benennen. Warte mal, du bist der haarige Harald. Und dein Freund ist der nicht so haarige Harald. Genau. Ihr habt zwar alle in die Kommentare geschrieben, dass das alles nur Weibchen sind. Gerade damit die sich nicht vermehren können. Und nicht so aggressiv sind. Aber ich kann da ruhig ein Auge zudrücken, weil Harald muss ja nicht unbedingt männlicher Name sein, ne? Warum soll ich denn jetzt ein Bild machen? Ich war doch gerade erst hier drin. GLP.tv? Jetzt hat er es gespeichert, aber den anderen Namen nicht. Unverantwortliche Leute. Unverantwortliche Leute 2. Es geht! LOL? Fahrzeug lenken. Und tschüss, Leute! Obwohl, warte mal. Ich würde gerne wieder zu den Aggressiven gehen. Da hatte ich irgendwie mehr Spaß mit. Hallo, ich bin wieder da. Na? Habt ihr ein bisschen Hunger? Ah nee, da ist noch was drauf. Okay, Foto machen. Hier schön nah gehen. Ein bisschen ranzoomen. Tolles Bild. Ey, das ist ja perfekt. Alter, das war das perfekteste Bild, was man hätte schießen können. Und ich mach's einfach aus der Hüfte raus. Was ist denn los bei mir? Ach so, fotografieren sie einen Dinosaurier, der an einer Futterstation frisst. Kannst du mal ganz kurz da hingehen und essen, bitte? 160.000 würde das kosten. Alter. Nicht... Oh. Nein. Harald. Ich weiß, ich sehe lecker aus, aber ich bin nicht zum Essen da. Kannst jetzt bitte... Ach komm, Alter. Dann gehe ich hier raus. Wenn ihr keinen Hunger habt, dann fahre ich ja zu euren Nachbarn. Hallo, Papa ist wieder da. Oh nein, könnt ihr bitte was essen gehen? Tu mir das doch nicht an. Ob die sich hier wohlfühlen? Also die haben zwar soweit alles, aber der Mini-Wald da hinten ist ein bisschen traurig. Ja, Fatty McFat Fat geht... Hä? Langsam näher, aber jetzt ist es weg. Und da ist es schon... Hä? Oh! Oh, 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 oh! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Das ist jetzt eine Verarsche, oder? Oh ja, er macht's wieder. Und... Hol es dir, hol es dir. Nein. Futterstation, du willst mich doch triggern, oder? Oh, 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 ja. Ja, ja, Fatty, ja, Fatty, Fatty. Du bist der Gewinner. Und? Zählt das schon als Essen? Ja, das zählt. Wirklich gute Arbeit bei diesem Auftrag. Oh, da bekomme ich sogar noch mal Geld. Ja, cool. So, aber ganz wichtig. Also klar, erstmal die DNA extrahieren. Um das noch zu verfeinern. Dann schicke ich den direkt wieder dahin, um noch mehr davon zu bekommen. Die Forschung müsste auch fertig sein. Aggressives Verhalten 1.0. Nee. Inventarplatz für 300.000. Okay, mache ich. Danke. So, dann noch bei den Stromwerken das andere Upgrade ausführen. Ausfallschutz 1.0. 40.000. Das lohnt sich. Und dasselbe noch bei dem. Ausfallschutz, ja, genau so. Worauf ich aber gerade eigentlich hinaus wollte, war das da. Schutzraum. Bietet Inselgästen Schutz vor Stürmen und ausgebrochenen Dinosauriern. Sie können in Notfällen geöffnet werden, um zu verhindern, dass die Anlagenbewertung abfällt. Hotel. Souvenirladen. Ja, komm, erstmal das. Das haben wir ja noch gar nicht, glaube ich. Muss ja auch mal sein. Und dazu vielleicht noch ein Hotel. Hotels erhöhen die Besucherkapazitäten der Insel, wodurch mehr Gäste im Park übernachten können. Ja, aber gibt's denn da nicht irgendwie ein Limit, was ich einsehen kann? Oh,
Fossilien sind wieder weg. Ja, extrahieren. Ja, extrahieren. Nicht extrahieren, verkaufen, ja. Zeigt an, wo die Gäste Schutzräume benötigen. Aha. Da auf jeden Fall noch. Das ist abgedeckt. Ja gut, dann packe ich das da gleich noch hin. Die Dinosaurier-Sichtbarkeit ist ein bisschen traurig, aber was willst du machen? Zeigt an, wo die Gäste hungrig sind. Oh! Oh nein! Und durstig natürlich auch und einkaufen wollen natürlich auch. Spaß, alles scheiße. Fastfood-Restaurant dahin. Und der zweite Schutzraum dahin. Das ist auch schön mit der Straße da verbunden, ne? Ja, das geht klar. Jetzt fehlt ja nur noch Strom und da dann auch und ein Weg. Von da nach da, Mast. Dann müsstest du jetzt von da nach da. Dann so ein Umspannding und das kommt hier hin. Spitze, einfach Spitze, wie ich das hinkriege. Da ist es fertig geworden und schon im Strom. Führen Sie eine erfolgreiche Expedition durch und finden Sie ein Fossil hoher Qualität. Und dafür bekomme ich direkt so viel Geld? Well. Erstmal gucken, was gab's denn da wieder? Selbe Scheiße wie immer. Zum Verkauf. Ey, das bringt so viel Geld. Was ist denn los hier? Besseres Nachladen für die Ranger. Viel Spaß damit. In 3 Minuten habt das. Und dann bitte nicht mehr verfehlen. Ich würde sagen, dann schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Isla Mantanceros Verwaltung. Inselbewertung 2,5 Sterne. Und die nächste Insel wird mit 3 Sternen freigeschaltet. Okay. Einnahmen 180.000, Ausgaben 20.000. Missionen 0 von 3. Ach so. Aha. Oh. Ach, das habe ich noch offen. Forschungsziel im Forschungszentrum. Akku-Nachladetempo 1.0. Ja, das sollte ich vielleicht mal machen, ne? Weil dann bekomme ich hier eine Sturmabwehrstation und 1 Million Dollar. Stärke des Herzens 2.0. Ach so. Und da bekomme ich sogar einen neuen Dino. Was? Gut, dann warte ich mal kurz. Und ich sollte die Preise erhöhen, meinten einige von euch. 7, 8, 9, 10 Dollar. Dino-Hut, Dino-Shirt. Ja, Personalverwalten, Verwaltungsansicht, keine Ahnung. Die Forschung müsste auch beendet sein. Dann kann ich da ja jetzt endlich mal... Wo ist es? Akku-Nachladetempo, war es das? Ich weiß nicht. Ja, ich mach das mal. Ich meine, schaden kann das alles eh nicht. Ach, da steht's ja auch. Nachladetempo. Na, dann hab ich's ja jetzt gleich. Oh, jetzt schon. Wow. Die nächste Phase klingt etwas verrückt. Das ist sie auch. Wir werden einen Dinosaurier ermutigen, die Eindämmung zu durchbrechen. Dann reagieren wir darauf und sehen, ob unsere Abläufe und unser Personal der Aufgabe gewachsen sind. Willst du mich verarschen? Ich soll jetzt echt riskieren, dass der Park irgendwie eine schlechtere Bewertung bekommt, oder was? Ja gut, wenn das Spiel das so will, dann mache ich das. Tor öffnen. Los! Leute! Ich hab da was für euch! Ah! Die ICU oder Asset Containment Unit ist Ihre erste Anlaufstelle, falls Sie einen wilden Dino betäuben müssen. Ja? Kannst du bitte... Ja, und zu. Sehr schön. Na, dann lauf mal rum. Na, macht dir das Spaß? Ja, fein machst du das. Ja, wer ist mein Lieblingsdino? Wer ist es denn? Einfach rumrennen und alle umbringen, ja? Mach das bitte. Okay, wir haben einen Flüchtigen. Zeit für Finden und Binden. Wir verwenden nicht tödliche Waffen. Ach, aber schade. Denken Sie daran, der Dino weiß nicht, dass das eine Übung ist. Ach also so, seien Sie ja. Vorsichtig. Das dachte ich mir schon fast. Ich verstehe zwar, dass unsere Sicherheitsleute den Drill brauchen, aber so würde ich das beim besten Willen nicht machen. Nee, würde ich auch nicht. Wenn Sie damit haben, wie wir für Ihre Sicherheit sorgen, können wir gerne darüber reden, Doktor. Später. Im Moment haben wir zu tun. Es ist halt komplett dumm. Guckt euch diese angsterfüllten Gesichter an. Oh nein, da kommt gerade ein Dino auf mich zu. Oh, was geht mit dir ab? Junge. Was ist denn los bei dir? Alles klar. Also das sieht auch nicht gesund aus. Was ist denn falsch mit euch? Und warum siehst du genauso aus wie die? So, was machst du jetzt? Also bisher ist er doch echt nett. Ich verstehe nicht, warum ich den einsperren sollte. Ich glaube, ich lasse den so. Renn doch mal richtig rein. Los. Trau dich. Ja, 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 ja. Genau. Ui. Na gut.
Ich beende das. Fahrzeug lenken. Kein Problem für mich. Ach, da ist er. Nein! Was? Jetzt tötest du Leute und ich bekomm's nicht mit? Ach, das ist wirklich nur, wenn er krank ist. Ich dachte, das betäubt ihn auch. Na gut. Oh Gott, ja, da muss ich auch erstmal drauf klarkommen, auf die Steuerung. Ich bin gleich da, Willi. Da ist er. Ach, ist das schön zu sehen. Betäubungsgewehr. Wo bist du denn? Warte, du warst doch da unten. Kannst du mal drehen, bitte? Danke. Ah, das ist kritisch. Ah, ich kann sogar noch dabei steuern. Cool. Das ist cool gemacht. Und wo bist du jetzt? Ich sehe dich nicht. Ich bin neu hier. Ich war noch nicht so lang. Okay, da liegen ein paar Leute rum. Verstehe ich jetzt nicht, wie das passieren konnte. Alter, wo ist er denn? Harald, sag mir noch mal bitte, wo du jetzt abgeblieben bist. Er ist mir einfach entkommen. Ach, da. Okay. Hallo. Ja, vielleicht ein bisschen weiter nach unten. Aber ich kann auch zoomen. Guckt das euch einfach an. Ich kann das. Ich mach das schon seit vielen Jahren. Als ob. Als ob ich echt getroffen hätte. Ich bin begnadet. Oh, er pennt schon. Warte, ich nenne dich. Ey. Ich wollte ihn gerade benennen. Och Mann. Jetzt wird er einfach weggetragen. Also das sieht doch eigentlich schon relativ angenehm aus. Also ich würde das gerne mal mit mir machen lassen. Was veranstalten die denn da? Also klar, die müssen ja irgendwie markieren, wo das hin soll, aber das hätte man vielleicht auch anders machen können. Und warum esst die jetzt alle? Vorhin hätte ich ein Bild davon gebrauchen können. Er kommt! Geht's dir noch gut? Alles toll bei dir? Was, er ist doch direkt wieder wach? Der hat schon wen gekilltosaurus. Ja, das ist ein... Boah, das ist ein Spitzname. Eingehende Übertragung? Ah, Mission abgeschlossen. 1 Million bekommen. Geil. Da ist es. Sturmabwehrstation. Und das hat... Ja, doch eine relativ kleine Radius, ne? Es klappt. Hey! Ich brauche jetzt schon 2 weitere oder was, um das hier abzudecken. Also, teuer sind die nicht, aber... Das nimmt ja auch alles irgendwie Platz weg. Dann stopf ich jetzt hier einen hin, falls es geht. Jetzt steht da 1 von 3. Ach so, ich muss bei allen die erste Stufe beenden, um zu Stufe 2 zu kommen, oder was? Beschaffen Sie 50% des folgenden Genoms. Ja, das habe ich ja, glaube ich, sogar schon. Oh, und das habe ich auf jeden Fall. Dann nehmen wir erstmal das. Unterhaltung. Und jetzt will er, dass ich sie freilasse, aber das habe ich ja eigentlich auch schon getan. Kann ich aber gerne nochmal tun. Jetzt kann ich viel, viel mehr... Ach, das da oben bezieht sich auf die Prozente oder was? Das heißt, hier kann ich jetzt noch irgendwie was anderes reinböllern. Zum Beispiel den Angriff drastisch erhöhen, aber was bringt mir das bitte? Härte der Zähne 2.0. 102 Angriff hätte er dann. Und dadurch steigt die Bewertung, ach so, okay. Dann nehme ich das. Und erschaffe ein neues Wesen. Krankheit eingedämmt? Was? Hallo? Wer ist denn hier krank? Was ist denn jetzt passiert? Hä? Der hat schon wen gekilltosaurus ist! Du bist eine einzige Schande. Okay, das kläre ich jetzt für dich. Ich rette dich, mein Kind, ich rette dich! Papa kommt doch! Papa kommt! Sorry! Ich hätte auch ausweichen können, aber hatte keine Lust. Oh Gott! Bitte mal ganz kurz wieder gesund werden, danke. Und er ist gesund. Also das geht aber doch recht schnell. Er ist fertig. Ja, dann komm doch raus, du kleiner Fratz. Du bist jetzt viel stärker als die anderen Viecher. Willst du nicht mal irgendwen angreifen? Warte, ich gebe dir mal einen Namen. Absolute Maschine. Der haarige Harald, absolute Maschine. Und der nicht so haarige Harald. Die Gästekapazität Ihres Parks ist fast erreicht. Oh. Juhu. Wollen Sie ein Hotel? Okay. Mehr Gäste kommen. Ja, mach ich. Gäste im Park bedeuten mehr Geld auf der Bank. Ja, warte. Ich pack's mal hier, ne? Weil da ist ja viel mehr los, oder nicht? Oh, das passt nicht. Ja, schade. Oh nein, jetzt. Oh, Alter, ich krieg ja hier Durchfall. Schnell mal alles wegmachen.
Die ganze Natur einfach beseitigen, hab ja sonst nichts zu tun. So, und jetzt? Hallo? Ich habe ein Angebot erhalten. Ja, nimm mich an, sei ruhig. Und auch Hotel. Oh, schön. So, und jetzt? Meine nächste Aufgabe. Bauen Sie eine Lehmbeutel-Futterstation. Das kommt schön dahin, damit die Leute auch zugucken können. Das arme Vieh. Jetzt läuft das draußen rum, oder was? Als ob. Wie, das war's? Dafür habe ich jetzt 1 Million bekommen. Ernsthaft? Oh, da ist er. Der Draco-Rex. Und ich bin Malfoy. Draco Malfoy. Okay, ja, dann hol mal ein bisschen was von dem. Fossilien sind auch wieder back. Ja, komm, einfach ein bisschen dran rumlutschen, dann habe ich das auch bald fertig. Die Forschung hat nichts Neues. Ja, genau, ich werde wieder unterbrochen, danke. Ah, die zweite Insel, die ich gar nicht haben will, weil die erste noch nicht mal ansatzweise voll ist. Leute, ich habe einfach keinen Strom mehr. Ach, weil sich jetzt das Hotel den Strom gegrabt hat, oder was? Yo, du miese Schwein. Wie gefährlich ist das denn? Kleines Kraftwerk. Kann ich nicht mal irgendwie was Großes bekommen, bitte? Och Mann. Ich pack's mal da hin. Und stecke das daran. Ja, klappt doch. Alles spitze, oder? Jetzt noch einen kleinen Kackweg dahin und schon habe ich das Problem geklärt. Und der Strom ist in Ordnung. Das Hotel läuft. Und die Anlage hier hinten auch. So, dann fehlt jetzt nur noch das da. Wissenschaft Mission Nummer 1. Bitte starten. Mit einem Genom von 50% ausbrüten. Also fernab davon, dass ich das schon getan habe, ist das gar kein Problem. Aber es wird Zeit, den hier freizulassen. Und dadurch müsste ich dann das hier beendet haben, oder nicht? Ah, habt ihr das gerade gesehen? Er hakt alles nach und nach ab. Deswegen ging das andere auch eben so schnell, weil er genau wusste, dass ich das schon gemacht habe. Jetzt brauche ich aber 70%. Wie viel habe ich? Wow, 70%. Was ist das denn? Forschungszentren benötigt 4. Ach, das bedeutet, dass wenn ich jetzt 2 davon hätte, dass er dann gleichzeitig beide erforschen könnte, oder was? Ich probiere das mal eben. Moment. Ich brauche die ja scheinbar eh mehrfach. Pro Insel kann nur 1 Forschungszentrum gebaut werden. Was? Ihr zwingt mich dazu, auf die andere Insel zu gehen. Als ob. Ich glaube, ich muss echt auf die andere Insel. Ja, Mission Nummer 2, 3, 4, 5. Das passt. Aha. Yo. Seht ihr das? Tatsache. Okay. Ich würde sagen, bewerte den Part. Wir sehen uns eventuell bei einer weiteren Folge wieder. Tschüss und bis bald.